Ja, Stadtwerke? nein, nein. Gehst du zum Schlachter und fragst den Schlachter, ob du Vegetarier werden willst? Machst du auch nicht, oder? Photovoltaikanlagen zerstören das Geschäftsmodell der Okay, Stadtwerke. ich bin hier wieder mit Holger Laudelei, Mr. Energiewende wirst du auch genannt, Ja. Mr. Balkonkraftwerk. Das ist wirklich unglaublich. Und vor allem auch Mr. Tesla. Nein, Ja, nein, das ist das nicht, noch jemand aber ich anders. fahre halt sehr lange schon, ja. Holger kennt sich extrem gut aus, weil er es seit, ich würde es vorher schon seit Jahrhunderten 35 Jahre. macht, aber seit Jahrzehnten, ja, Jahrzehnte kann man kann man da, definitiv ja. sagen. Das Thema Solaranlagen, also PV, Speicher und auch Elektromobilität. Und das ist ja genau die spannende Kombination. Wir kommen praktisch in diese Sektorenkopplung rein, wie es in der Branche heißt. Also sprich Mobilität mit erneuerbaren Energien gekoppelt. Mich sprechen ganz oft Leute an und deswegen machen wir jetzt das Video mal hier dazu, was denn von diesem ganzen Thema zu halten ist. Ja, dass man mit seinem Elektroauto praktisch also mit seinem Solaranlage auf dem Dach sein Elektroauto lädt. Dann gibt es die einen, die sagen, nee, das macht ja gar keinen Sinn, weil ich brauche den Strom für mein Haus selbst und dann noch ans Elektroauto was abzugeben. Oder dann müsste die Solaranlage so überdimensioniert sein, dass es dann wieder irgendwie so. Bring doch uns mal ein bisschen Licht in den Schatten, weil ich kann darüber nicht so viel erzählen. Ich wohne in Miete im vierten Stock. Da ist, kommen wir gleich noch zu, vielleicht mit Balkonkraftwerk ein bisschen was möglich, aber vielleicht nicht Elektroauto laden. Wie sieht es da aus? Würdest du sagen, wenn du ein Haus hast, klar, mach PV und Speicher und lad auch dein Elektroauto damit? Oder kommt es drauf an? Gibt es da eine eindeutige Antwort? Wie stehst du dazu? Na, es gibt keine eindeutige Antwort, Robin, nur wir müssen eins immer sehen. Wenn ich das Elektroauto auch noch mit Teilladen, es wird niemals ganz gehen, es wird immer nur Okay, Teilladen schon mal gehen. interessant. Ja, das wissen wenige, die glauben, also Photovoltaik auf dem Dach heißt, ich kann Auto laden, das stimmt Ja, nicht ganz. ja, Und es kommt natürlich auf die Möglichkeit an, was kriege ich aufs Dach rauf? ja. Ja, weil ich, was du richtig gesagt hast, ich will mein Haus versorgen, in erster Linie, das ist Priorität 1. Danach will ich vielleicht mein Auto versorgen und ich will auch noch einen Speicher laden. Das sind drei Punkte. So, du hast bei deiner Sektorenkopplung, bei deiner Beschreibung eben eins vergessen. Du hast gesagt, Photovoltaik, Speicher, Auto. Es kommt nur eine vierte Komponente, die ist sehr unbeliebt, Leute. Ich oute mich jetzt gerade, aber das bauen wir nun mal jeden Tag. Blockheizkraftwerk. Okay. Das gehört mit dazu. Ja? Weil letztendlich das Blockheizkraftwerk die Winterlücke schließt. Wir haben ja mit PV das Problem, ja, dass wir 9 Monate im Jahr uns super versorgen können. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann kommt die Winterlücke. Der kalte Winter, Ja, der das nehmen. dunkle Winter, zu Genau. wenig Sonne Genau. sozusagen und dann fehlt uns Genau. Strom. Dezember, Januar, Februar nennen wir das Tal der Tränen. Das ist ganz schlimm, weil für PV-Anlagenbesitzer ist wirklich schlimm. Da ist die Sonne Die auf sind da mal 13 traurig Grad. und Die sind weinen. sehr traurig und weinen. Die Sonne steht auf 13 Grad. Und dann nützt auch ein sonniger Tag nichts. Da kommt einfach nichts. Ne? Und Ja. das wird auch immer wieder geglaubt. Man könnte mit Photovoltaik, die groß genug ist, über den Winter kommen. Nein, es geht Nee. einfach nicht. Einfach vergessen. Die Physik hat da einen Haken dran gesetzt. So, Okay. und wir können heute bei einer entsprechenden Dimensionierung, und das machen viele falsch, die dimensionieren falsch, es muss aufs Dach passen letztendlich. Es gehen mittlerweile alle Ausrichtungen. Die Module sind so gut geworden heute, dass ich also heute selbst im Diffuslichtbereich genügend reinkriege noch. Also was natürlich nicht geht, du kannst die Module nicht in den Keller stellen, da funktionieren sie wirklich nicht mehr. Aber ansonsten auf dem Dach geht alles. Es gehen auch Nordausrichtungen, wenn wir 15 Grad nicht unterschreiten. Also bei 15 Grad geht selbst noch eine Nordausrichtung problemlos. Wir sind hier auf dem 54. Breitengrad. Die Sonne geht nicht im Westen unter, es geht im Nordwesten unter. Geht auch im Nordosten auf und deswegen funktionieren auch solche Sachen. Und man kann das bei entsprechender Dimensionierung so auslegen, dass ich all diese drei Dinge schaffe. Wir haben das gerade bei Uwe Kröger gezeigt. Uwe Kröger hat ja auch fe festgestellt, dass er erst eine kleine Anlage gehabt hat. Dann ist sein Geschäftsbereich größer geworden. Er musste immer mehr laden. Und dann musste man die Anlage größer machen, um sich dem Ladebedürfnis anpassen zu können. Das war bei ihm problemlos möglich. Gewerbegebäude, das ist auf Privatgebäuden nicht möglich. Weil du so eine große Dachfläche sozusagen hast, ne, Ja, beim man braucht da schon Gewerbegebäude. Platz für. Ihr merkt euch einfach mal, Leute, ich brauche circa für 1 kW auf dem Dach 6 Quadratmeter Fläche. Die muss ich halt haben. 10 kW brauchen 60 Quadratmeter. Nicht? Und es sollte schon, wenn man das Auto mit einplant, dann sollte man schon deutlich die 10 kW-Grenze überschreiten, wenn man das Auto mit einplant. Und ich muss dann auch möglichst eine Ladebox haben, die kommunikativ mit dem System in Verbindung steht, ja, sodass ich also Überschüsse letztendlich ins Auto reinbringe. Ja, weil eins macht gar keinen Sinn mehr, Leute, ins Netz einzuspeisen. Ja, genau, Das ist dir klar mittlerweile genau, wahrscheinlich. nee, nee, Das macht also ja bei 5, 6, 7 Cent Vergütung, macht genau. das ja keinen Sinn. Ja. Ne? Da macht die Kilowattstunde im Auto am Wir wollen den meisten Sinn. selbstproduzierten Strom Genau. selbst nutzen. Und wie heißt das dann von der Priorität? Du hast gesagt, Priorität Nummer 1 ist das Haus Ja. selbst. Ist dann Priorität Nummer 2 erst der Speicher und Das dann kommt das drauf an, Auto? wie du steuerst. Das Okay. kommt drauf an, wenn du kommunikativ mit deiner Wallbox verbunden bist, dann kannst du bei Systemen,
vorwählen, was soll jetzt Priorität haben, das Auto oder der Speicher. Mhm. Das muss man dann vorwählen können. Ne? Also ich würde immer, weil das Haus muss ja auch nachts versorgt werden, ich würde immer den Speicher als Priorität 2 nehmen. Mein Überschuss. Und das Auto eigentlich erst an letzter Stelle. Ist die dritte Stelle, und deswegen nur Teilladen, weil 85 oder 100 Kilowattstunden, wenn wir jetzt mal die größte Fahrzeug annehmen, von Tesla zum Beispiel, oder ich sage mal unter 50 Kilowattstunden hast du ja eigentlich heute nichts mehr. Das dauert ja schon eine Weile, bis dann so ein Elektroauto geladen ist. Ne? Man muss einfach im Diffuslichtbereich rechnen. Eine 10 kW-Anlage macht im Diffuslichtbereich vielleicht pro Tag 15 Kilowattstunden. Mehr kriegst du ja gar nicht zusammen. Was heißt Diffuslichtbereich? Diffuslicht also heißt, das, was dann fürs Auto übrig bleibt. Nein, Diffuslicht heißt, wenn du keine Sonne hast. Ja. Nee? Also ist es bewölkt oder die Sonne scheint nicht. Und die Module sind eben heute auf sehr gute Diffuslichtfähigkeit ausgelegt. Ja. Mhm. Und das ist eben der Vorteil. Aber mehr als 15 Kilowattstunden kriegst du nicht zusammen. Ein sonniger Tag vielleicht 30. Mhm. Nee? Und dann musst du das Haus, den Speicher und das Auto. Also ist aus meiner Sicht, wenn das Auto schon 50 hat, dann bräuchtest du ja 3 Tage allein im Diffuslicht. Also Leute, ich kann euch das mal sagen, die mich auf dem Kanal nicht kennen. Ich habe meine Teslas, an jedem meiner Teslas ist ein 50 kW Carport dran. 50 kW? Das packst du deinen eigenen kleinen Schnelllader. Genau. Naja, Schnelllader kannst du ja nicht sagen. Ja. Ich lade ja aus Überzeugung nur mit 3 kW, weil ich die Batterie schonen will. Kann man getrennter Meinung drüber sein, ist mir auch egal. Aus meiner Sicht passt das aber gut. Und ich habe hinter jedem Tesla habe ich einen 50 kW Carport. Selbst das reicht nicht aus, um das Auto wirklich über das ganze Jahr zuverlässig zu laden. Daran sieht man, wie schwierig das ist, aus einer PV-Anlage wirklich zuverlässig zu laden. Ne? Macht es dann aber überhaupt Sinn? Ja, du darfst ja nicht vergessen, die Kilowattstunde hat heute einen Wert aus dem Netz, wenn du aus dem Netz lädst, 30 Cent. Hm. Bei uns sogar 32 Cent schon. Wenn du am Charger lädst, zwischen 33 und was weiß ich, hast du vorhin gesagt, 50, 60, 78. Ne? Ich war neulich an Allego. Waren es, glaube ich, 78 oder 79. Aber das sind dann die Extremfälle. Sagen wir mal vielleicht 50 Cent. Und du erzeugst auf dem Dach, wenn du eine Anlage mit Speicher hast, erzeugst du für etwa 10 Cent auf dem Dach. Das ist schon ein Unterschied. Ja, und wenn du diese Kilowattstunde ins Auto reinbekommst, bei vernünftigen Verbräuchen, guter Wagen heute liegt bei 15 bis 20 Kilowattstunden, dann ist das schon eine geile Macht. Das darf man nicht vergessen. Und das ist das, was die Leute wollen. Ja. Und ich sehe das ja immer, wenn wir diese Anlagen einrichten. Ab und zu bin ich ja bei Kunden mit dabei. Dieses Leuchten in den Augen, wenn das erste Mal alles funktioniert, die Kilowattstunde kommt vom Dach, Haus ist versorgt, Speicher wird geladen, ich habe immer noch Überschuss, die Wallbox startet, mein Auto wird geladen, ich kann fahren mit aus der Sonne gewonnenen Strom. Überleg dir mal diese Autonomie, die uns hier jetzt technisch gegeben wird, das hat es ja noch nie in der Geschichte gegeben. Wir sind das erste Mal in der Lage, alleine Energie zu erzeugen, mit einem überschaubaren technischen Aufwand. Finde ich gigantisch. Ja, vor allem eliminiert es mal auf einen Schlag mindestens den Strom aus dem Netz, zum Beispiel Kohle, Atom etc. Ja. Und gleichzeitig auch noch Benzin, Diesel von der Tankstelle, weil ich habe ja meine eigene Tankstelle zu Hause. Ja, das ist ganz entscheidend. Das sind zwei ganz große Energieversorgungsbereiche, sozusagen, die plötzlich einfach gar nicht mehr notwendig sind. Und man muss auch fairerweise dazu sagen, auch wenn man nur teillädt, bei einem Elektroauto ist ja nicht, das muss man grundsätzlich auch nochmal dazu sagen, wer vielleicht kein Elektroauto fährt, dieser Gedanke, wie beim Auto, ich tanke immer voll, ich sag schon mal, laden, tanken ist für mich schon so absurd eigentlich. ich tanke immer voll, so, das ist ja beim Elektroauto nicht so. Man kann ja das laden, was man benötigt, so für den Tag. Und wenn man sagt, mal teilladen, mal ganz ehrlich, was ist die Standardstrecke, mal 30 Kilometer hin, 30 Kilometer zurück, da muss ich ja mein Auto nicht vollladen. Da reichen ja auch locker mal 10-20%. Reicht. Und deswegen habe ich auch dafür da wenig für über. Ja, es muss ganz schnell gehen, das Tanken. Ja, nein. Ja. Ich komme nach Hause und stecke mein Auto ran. So, und dann sind wir heute mit modernen Systemen auch noch in der Lage, selbst nachts können wir heute, wenn wir einen entsprechenden Speicher haben und eine entsprechende Ausspeiseleistung aus den Batterien, dann können wir ein Elektroauto heute sogar aus den Speichern schon laden. Das ist natürlich nicht ganz wirtschaftlich, weil da enorme Verluste dazwischen sind. Aber es wird gewünscht von den Kunden. Die Kunden möchten so autark und so autonomiemäßig unterwegs sein, wie es irgendwie geht. Das finden die einfach geil. Wir merken das ja. Wir haben ja jeden Tag damit zu tun. Und das wird auch die Zukunft werden, weil jedes Gebäude muss am Ende des Tages, wenn wir die Energiewende schaffen wollen, muss sich selbst versorgen können. Den Weg müssen wir hinkriegen. Aber jetzt sind wir da bei Häusern. Wie sieht das jetzt? Sitzen wir hier mitten in Berlin, in der Großstadt, auf einem 5-Etagen-Mehrfamilienhaus mit auf jeder Etage 2 Wohnungen. Was sind das dann? 10 Parteien, die hier drin wohnen. Wie machen wir das hier? Gar nicht. Wie gar nicht? Nein, hier ist nicht genügend Dachfläche da.
Ja. Hier müsste vom Hauseigentümer ein entsprechendes Konzept gewollt sein. Man könnte die Dachfläche teilweise nutzen. Es steht nur nicht genügend zur Verfügung. Man müsste hier eine andere Technologie noch nutzen. Speicher müsste man auch haben. Man müsste dann mit Blockheizkraftwerken arbeiten, die letztendlich CO2-mäßig wesentlich geringer angesiedelt sind als Strom aus dem Netz. Ja. Vielleicht für die Zuschauer mal ganz entscheidend. Eine Kilowattstunde aus dem Netz gezogen bedeutet 700 Gramm CO2. Eine Kilowattstunde aus einem Blockheizkraftwerk produziert bedeutet 200 Gramm, da sind 500 Gramm dazwischen. Ja. Und dann muss man natürlich sehen, dass man so ein Gebäude komplett mit den Mietern zusammen so durchorganisiert, dass das möglich wird. Also möglich wäre es, es muss aber auch gewollt sein. Und es muss die Finanzkraft dahinter stehen, sowas umzurüsten. Was in Städten wie Berlin extrem schwierig ist, was den Gerüstbau angeht und so weiter, das ist nicht so ganz einfach. Also die Städte haben ein echtes Problem mit der Eigenversorgung. Aber wie du sagst, wer ein Eigenheim hat, der muss PV mit Speicher, mit Elektroauto. Ja, auch Mehrfamilienhaus, was freistehend ist und so weiter. Und das Elektroauto laden über die eigene PV-Anlage macht Sinn. Ja. Nicht nur psychologisch, auch einigermaßen monetär, natürlich. Monetärwirtschaftlich. Du darfst ja auch nicht vergessen, darstellen. Ja. Ja, du darfst ja nicht vergessen, wenn du ein Eigenheim hast und du hast diesen ganzen Konglomerat von Speicher, PV, Blockheizkraftwerk und Wallbox mit Auto, dann schreibst du ja gegen die Einkommensteuer ab. Du hast ja eine Investition getätigt. Du betreibst ja ein Gewerbe. Und das Gewerbe dient dazu, dein Auto zu laden bzw. dich zu versorgen. Und du schreibst gegen deine Einkommensteuer ab. Am Ende des Tages zahlt das Finanzamt die Party. Das darf man nicht vergessen. Ihr seht, Holger kennt sie alle, die Tricks. Aber muss man ja. Man muss sich auch ein bisschen durchtricksen. Ja. Weil es wird einem ja auch nichts hinterhergeschmissen in der Branche. Ne? Wenn man mal sieht, was für Bürokratie dahinter steckt. Ja, wir leben in einem total durchorganisierten bürokratischen Staat. Mhm. Und den kannst du nur schlagen, indem du die Regeln kennst. Und dann mit ihnen mit den eigenen Regeln widerschlagen. Ja, ja. Ich habe mal, mit einem Finanzbeamten mich unterhalten, da ging es auch um Abschreibung und so weiter. Und er hat dann zu mir gesagt, Herr Lautler, wir können nur hoffen, dass das wenige machen. Nein, macht's alle, bitte. Ja, wir brauchen das. Und ihr könntet ja rein theoretisch euch bei Holger melden, aber er hat echt viel zu tun, also tut's nicht. Nein, meldet euch nicht, lasst es. Hört auf damit. Ansonsten, wo soll man denn hingehen, wenn man da Hilfe braucht? Wenn man jetzt sagt, ich möchte das und ich möchte vor allem auch nochmal mit dem Thema Elektroauto und dann über PV-Anlage, wo sind denn meine Ansprechpartner erster Wahl? Also im Moment ist es sehr, sehr schwer. Stadtwerke? Nein. Gehst du zum Schlachter und fragst den Schlachter, ob du Vegetarier werden willst, machst du auch nicht, oder? Ja, also nö, würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen. Ja, Photovoltaikanlagen zerstören das Geschäftsmodell der Stadtwerke. Okay, aber wo denn dann hingehen? Man geht zu einem guten Installateur, der so zwischen 4 und 6 Leuten hat und der dieses Thema schon länger beackert. Okay. Man sollte immer darauf achten, dass also Elektromeister, Elektrohandwerk. Das ist Elektrohandwerk. Mhm, Leute, verwendet nicht das Wort Solateur. Das ist bei uns in der Gegend ein Schimpfwort. Ich sag's nur nochmal. Okay. Wird oft benutzt. Es ist ein 15-Wochen-Lehrgang gewesen, Solateur, vor über 20 Jahren. Mhm. Nein, man geht zu einem guten Handwerksbetrieb und der hat eben 4 bis 6 Leute, weil dann ist der Chef noch selbst am Mitarbeiten, das ist wichtig. Mhm. Und man fragt ihn als allererstes, sag mir mal deine Referenzen. Wo kann ich mich erkundigen? Mhm. Und dann trennt sich die Spreu schon vom Weizen. Und wenn er sagt, ja, habe ich hier und hier und hier, dann... Das muss man mit den Leuten abgesprochen. Ich habe auch eine Referenzliste, das mit meinen Kunden abgesprochen. Die dürfen da anrufen. So, und dann kannst du schon mal sehen, wie arbeitet er, hat das ans Netz gekriegt, weil, hatte ich dir eben gesagt, die Energieversorger sind nicht begeistert von der ganzen Technologie. Ich hatte hier gerade in Berlin vor ein paar Monaten, haben wir einen ganzen Straßenzug gemacht, Ludwigsfelde, sagt dir wahrscheinlich was, ist hier ganz um die Ecke, Brandenburg. Und Horror, 1,5 Jahre haben wir gebraucht. Über die durch die Bürokratie durchzukommen. Und das ist bei Einfamilienhäusern nicht so kritisch, das ist schon wahr. Aber den Installateur zu finden ist schwer. Ganz, ganz schwer. Also einer, der wirklich was kann. Na dann wünsche ich euch viel Erfolg auf der Suche. Ansonsten schreibt vielleicht unterhalb des Videos in die Kommentare, tauscht euch ein bisschen aus. Vielleicht kann man da auch mal ein paar Tipps und ein paar gute Installateure mal reinhauen. Aber die haben wahrscheinlich auch alle Angst vor Aufträgen, weil es sind alle überlastet irgendwie. Ne? Also es wie gesagt, einfach ist, wahnsinnig ich, was ich los. Ich weiß, meine guten Kollegen, die sagen, lasst mich in Ruhe, ruf mich nicht mehr an. Ich habe mein Handy in die Weser geschmissen. Ich will nicht mehr telefonieren. Ich kann nicht mehr. Also wenn ihr noch nach einem lukrativen Bereich sucht, wo man in den nächsten 10, 20 Jahren richtig viel Geld verdienen kann, dann werdet Installateur. Elektriker. Nee. Elektriker. Leute, fangt an. Hört auf mit dem ganzen Studierschwachsinn. Ich habe auch studiert, habe ich im Leben nicht gebraucht, den Schwachsinn. Ich hätte mir nach der 6. Klasse einen Gewerbeschein holen können, hätte gelangt. lernt Elektriker. Die Welt wird elektrisch. Und wir brauchen Elektriker. Wir haben zu wenig davon. Ja. Wir brauchen denkende Elektriker. Strippenzieher brauchen wir nicht. Wir brauchen denkende Elektriker. Das ist das, was ich euch mitgeben kann. Geht ab von der Schule, Realschule, Abitur. Sucht euch eine Lehrstelle.
Also nicht von der Schule, aber nach der Schule. Nach der Schule natürlich. Was macht der denn da? Naja, Holger darf das sagen, aber ich würde jetzt mal sagen, mach die Schule zu Ende und dann werdet Elektriker. Ja. So. So für den Schuh raus. So, so. Wir haben, glaube ich, wieder viel angesprochen vom 100. ins 1000. Aber ja. Ich glaube, am Ende bleibt hängen. Ja, lohnt sich. Elektroauto mit PV und Speicher, allem drum und dran. Sucht euch einen guten Installateur oder werdet selbst Elektriker. Genau. Bis bald. Haut rein, Leute. Macht's gut. Tschüss.